Ich bin jetzt hier mit DJ RDG, ist richtig, oder? Yes. DJ RDG im High Club. Wir sind heute bei der Opening Party, bei der Eröffnungsparty am Start und wir quatschen einfach mal so ein bisschen. Alter, was hast du eigentlich angefangen mit dem Auflegen? So, das ist eigentlich für mich so das Spannendste, immer so, um die Leute so ein bisschen reinzukriegen. So. Offiziell angefangen vor... ein bisschen schwierig. Ich glaube, da war ich noch 16. Okay. So ein bisschen her, in Kloppenburg. Bin ich aufgewachsen und das alte Bel Air damals, ja, hatte so meine ersten Gigs so undercover. Okay. Ja. Mit 16 ist hart, eigentlich in den Club zu kommen, oder? Ja, ich weiß auch damals, aber wie gesagt, da war halt ein Videokollege von mir und ja. Für dich kein Problem, so dazu zu kommen? Nö. Also, am Anfang ein bisschen nervös gewesen, ne, ja, wie immer, aber wie gesagt, wenn du die ersten zwei, drei Übergänge gemacht hast, dann war alles cool. Ja. Und du hast auch mit Hip-Hop angefangen, du bist jetzt auch Hip-Hop-DJ eigentlich? Hip-Hop oder? Auf jeden Fall, Hip-Hop ist, das ist mein Ding. Ne? Oldschool-Hip-Hop, ne? Am liebsten, wenn es geht. Ja. Ja. Damit hast du angefangen und dann spielst du auch noch jetzt, ne? Definitiv. Hip-Hop ist mein Ding. Ja, geil. Und jetzt bist du eigentlich so, du bist jetzt so auch so bei der Taiso-Crew eigentlich mit drin, sag ich mal, mit dem Promise und so. Mhm. Und wie wirkt sich das aus? Also bekommst du von ihm Bookings oder wie läuft das eigentlich ab so? Also ich bekomme schon Bookings von Promise, ne? Also auch regelmäßig halt, ne? Weil, wie gesagt, diese Taiso hat damals vor 6 Jahren angefangen. Ich war der erste Video, der mit Promise halt unterwegs war auf der Taiso-Party. Ja. Wie gesagt, ich kenn den Promise seit der Grundschule halt, ne? Ja, ist auf jeden Fall. Hast du gerade schon gesagt. Wir sind schon fast die Familie und so, weißt du? Man kennt sich schon so lange und wenn er was für mich hat, dann sagt er Bescheid und ich, ja. Krass auf jeden Fall. Ja, Mann. Also 16 Jahre kennst du den schon, oder? Der ist älter. Ist schon ein bisschen her, ne? Ja, auf jeden Fall. Wo bist du jetzt im Moment so unterwegs? Also beziehungsweise wo kommst du her? Also wo wohnst du? Ich wohne jetzt in Münster. Okay, ach Münster. Geil, Alter. Also jetzt seit 5 Jahre oder so, ne? Davor in Osnabrück. Ja. Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass in Münster mehr abgeht. Also als ich damals nach Münster gezogen bin, da ging auch viel mehr. Also auch viel mehr. Die ganzen Levels und Soho Club und mittlerweile ist da auch nicht mehr viel. Aber ich denke, ja. Ist so ein bisschen runtergefahren. Ne? Ich war bisschen, auch vor, ja. Ich war vor ein paar Jahren war ich auch in Münster, weil Kumpels von mir da studiert haben und so. Mhm. Und da war auf jeden Fall noch viel mehr los als jetzt. Also so die letzten 3-4 Jahre hat es sich so ein bisschen zurückgegangen. Ne? Ja. Ihr macht auch regelmäßig im Heaven habt ihr mal Partys gemacht, ne? Ja. Da haben wir einmal die Taiso-Party, also ganz normal und halt diese Memories halt, ne? Diese Oldschool-Veranstaltungen. Ach, da bist du natürlich auch am Start. Ne? Oder? Auf Memories bis jetzt nicht, weil ich meistens dann woanders unterwegs war. Ja. Aber ja, das sind halt die beiden Partys, die wir halt in Heavens gemacht haben. Ja. Ne? Memories mit Taiso Party und also mal mit Charlie Black und das eine Mal mit Left Side. Ja, krass. Sind natürlich zwei Leute, die auf jeden Fall ziehen. Ja, so, definitiv, ne? Definitiv. Ja. Was war so das Krasseste, was du bis jetzt in deiner DJ-Karriere so erlebt hast? Also, wenn du jetzt schon länger auflegst, hast du da irgendwas, was so besonders heraussticht? Irgendein besonderer Act oder keine Ahnung, geiler Abend oder irgendwas, was so richtig herausgestochen hat? So, weißt, hast du da spontan irgendwas? Boah, da musst du jetzt. Also ich meine, du hast gestern mit Charlie Black. Zusammen eine Show gehabt, so, deswegen gibt es da noch irgendwas, was das toppt? So? Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ich glaube 2014 ist es schon in Bremen, im Starlight. Da hatten wir Omarion live on stage. Boah, ist natürlich. Da weiß ich noch, ja. Das war ein Abend, das war ein geiler Abend, auf jeden Fall. Omarion hat abgerissen, oder was? Sowieso. Bremen war damals sowieso ein Turn-Up-Start. Okay. Bremen, ich bin gerne in Bremen. Okay, krass, ich war noch nie in Bremen. Die Leute sind dort anders. Die feiern anders, die sind heftig drauf. Krass. Musiktechnisch, die sind, Alter. Krass. Bremen ist cool. Bremen ich war ist noch nie cool. In Bremen, Alter. Da muss ich auf jeden Fall mal irgendwie auch mal hin. Auf jeden Fall. Ja, krass. Gibt es irgendwas, an was du dich nicht gerne zurückerinnerst so in deiner DJ-Karriere? Es gibt da viele Sachen halt, ne? Aber ich denke mal, man lernt dazu halt, ne? Ja. Es gibt so Sachen, wo, ich sag's mal so, da würde man jetzt nicht mehr mitmachen, weißt du? Also man lernt dazu, bestimmte Leute geht man aus dem Weg, ja, okay, das aus ist Prinzip immer so, und so, weißt du? Ja.
Aber man lernt dazu, man lernt okay. dazu. Ne? Das ist so dein Statement. Es gibt immer eine dunkle Seite, ja. Da weißt du, aber das Nachtleben halt, ich sag mal so, das gehört dazu. Ne? Weißt du, man muss sich einfach anpassen können und ja, was einem nicht passt, das lässt man halt einfach aus. Ja, finde ich auch, ja. Bei mir ist auch so, wenn ich irgendwelche Leute nicht mag oder wenn ich merke, das passt nicht so, dann auch erstmal Abstand und einfach gucken so, ne? Hast du irgendwelche Ziele für die Zukunft noch so? Ich meine, du bist 31, hast du eine Idee, wie lange du noch DJing machen willst oder lässt du einfach alles so laufen? Ich lege doch auf, bis ich 85 bin oder so. Daran wird sich nie. Das ist geil, Alter. Okay. Also ich habe nicht vor, in den nächsten 50 Jahren aufzuhören. Okay. Ja, geil, Alter. Finde ich auch geil so, weißt du? Also du machst dir gar keine Gedanken so, dass es irgendwann vielleicht zu Ende gehen könnte oder natürlich so? Natürlich geht es irgendwann zu Ende, ja. Weißt du, aber... Ja. Auflegen, das ist für mich so, das ist einfach abschalten, einfach fehlen, einfach, du bist selber DJ, du weißt, was ich meine. Ja, weißt du, wenn du einfach in der Plattenfüller stehst und dann, du machst einfach dein Ding, du bist einfach drin und das ist einfach mein Ding, so weißt du. Ja, auf jeden Fall. Ja, es gibt ja auch, ich meine, es gibt ja auch Leute, die sich schon im Vorhinein sozusagen Gedanken machen, so was passiert, wenn, keine Ahnung, wenn man 40 ist und man sich nicht mehr so fühlt, als könnte man das ehrlich rüberbringen, so weißt du? Natürlich, klar. Und was man dann macht, so, aber... Darüber mache ich mir noch gar keinen das Kopf. Das kommt noch, Alter, kommt. Natürlich kommt das noch, aber, ne, wie gesagt, vorerst... Ja, erstmal bis Party, 500, bis 80, ne, genau, mit 80, Alter, dann kriegst du eh Rente, Alter, das ist eh vorbei, so, weißt du? Ja, krass. Hast du irgendwas so, irgendeinen Tipp für Newcomer, wo, also wie hast du angefangen, wie bist du in die Clubs gekommen, was könntest du da einem jungen DJ, der jetzt sagt, ich möchte jetzt anfangen, was könntest du dem so mitgeben? Hast du da irgendwie so einen Tipp so am Start gerade so? Also man kann vieles machen halt, ne? Also für mich war das damals halt wichtig, dass man, also ich sag mal so, für jetzt als Newcomer ist es wichtig, dass du dich, wie sagt man das am besten? Dass du deinen eigenen Stil findest, ja, dass du nicht halt versuchst, andere DJs zu kopieren, so, weißt du. Ich kenne ein paar DJs halt, die machen das jetzt seit, weiß nicht, ein oder zwei Jahre halt, ja. Ne? Und die kopieren anderen DJs, weißt Wichtige du, Sache so, so kommst du halt nicht voran, ja, du ja, musst ja. deinen eigenen Stil finden und ich denke nur so wirst du wirklich, also von alleine, ne, oh, ja. wirklich was erreichen, ja. Es sei denn, du kennst andere DJs. Ne, mit der du dicke bist. Ja. Aber ansonsten ist es sehr schwierig. Ne? Es ist immer so, viele fragen immer so danach, wie kriege ich meinen ersten Club-Gig? Aber es gibt kein Rezept dafür. Gibt es nicht. Also es gab mal eine Zeit, wo man halt mit seinen Mixtapes halt in den Clubs gehen aber kann. Das vorbei, Das ist lange vorbei. Also eigentlich muss man die Leute irgendwie kennenlernen, oder? Ja, also, einmal das. Und da musst du halt korrekt sein. Und es ist auch schwierig als Newcomer, dich buchen zu lassen, wenn du noch nie irgendwo gespielt hast. Ja. Also irgendjemand muss halt den Anfang machen. Ja, genau. Ne? Irgendjemand muss dich buchen und dann kannst du dich beweisen und zeigen, was du drauf hast und so weiter und so fort. Aber den ersten Kontakt muss man irgendwie knüpfen. Den ersten muss man, ja, definitiv. Also sollen die Jungs einfach in den Club gehen und irgendwie... Leute kennenlernen, die DJs kennenlernen, ein bisschen ansprechen, aber weiß ich auch nicht. Und dann ist halt auch die Frage, wie man so drauf ist. Man muss halt auch korrekt sein, ne? Und ehrlich definitiv, sein und so weiter und loyal sein und dankbar dafür, dass man dann irgendwie mitgenommen wird oder so. Auf man jeden muss Fall. Halt irgendwie einen Mentor suchen. Auf jeden Fall. Ja. Weil anders kommen wir heutzutage nicht sehr viel weit. Nee. Die Mixtape-Zeit ist vorbei. Die konnte ich leider auch nicht mitmachen. Musste auch Leute kennen. Ist lange vorbei. Ja, krass. Ja, ich hoffe, die Party geht gleich los. Hoffen wir chillen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen. Yes. 8 Minuten, kleines, ganz kurzes Interview. Ich glaube, das kürzeste, wenn ich hier was gemacht habe, aber auf jeden Fall geil. Ich danke dir. Jo, Mann. Und wir legen jetzt auf jeden Fall gleich auf und sehen uns danach wahrscheinlich auch nochmal. Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.